Noch was trinken. Dann vielleicht noch diese Sardinen essen, dass die auch mal wegkommen. Und dann einfach schlafen gehen. Wir haben 19 Uhr. Das ist eigentlich noch ein bisschen früh. Elf Stunden schlafen. Ja, komm, 11 Stunden. Zack, bumm. Ich hoffe, der ist jetzt dann nicht gleich am Verdursten. Nö. Glück gehabt. Dann würde ich mal sagen, trinken. Essen können wir auch noch. Und dann nehmen wir wieder ein bisschen Essen mit. Dann haben wir jetzt wieder 3 dabei. Noch 1 Liter Wasser. Das geht in Ordnung. Und draußen stürmt es schon wieder. Oder wie? Das kann doch nicht sein. Naja, das Wetter ist nicht gerade gut. So, jetzt versuche ich einfach noch irgendwelche anderen Routen zu laufen, die ich noch nie gelaufen bin. Ich versuche es einfach. Ich weiß nicht, also ich glaube, da hoch würde ich zum Beispiel auch kommen. Aber ich wüsste nicht, was es mir bringt. Ich wüsste es wirklich nicht. Ich kann natürlich irgendwelche Sachen versuchen. Weil anders breit bleibt mir sowieso praktisch nicht mehr übrig. Da vorne ist wieder ein Wolf. Oder komme ich da jetzt durch? Also ich weiß, dass man früher nicht durchkam durch diesen Tunnel. Aber vielleicht kommt man ja jetzt durch, weil ich glaube, es ist hier anders als noch vorher. Vorher war doch hier noch ganz viel Holz im Weg. Nee, Felsen sind im Weg. Felsen sind wirklich im Weg, hier kommt man nicht durch. Aber ich dachte trotzdem, dass es früher anders aussah. Dachte ich, aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Jetzt ist die Frage, kommt man jetzt hier irgendwie hoch? Also es wäre ja rein theoretisch. Hör Wolf, wenn man jetzt hier hoch käme, was ich nicht glaube. Nein. Aber vielleicht woanders? Ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Nee, das macht, glaube ich, wirklich keinen Sinn, jetzt da irgendwie Bergsteigen gehen. Wir müssen irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Und ich laufe jetzt hier wieder hin und versuche dann ganz, also noch weiter nach hinten zu gehen, als wir sonst immer waren. Und hoffe, dass ich da noch etwas finde. Aber sicher bin ich mir da natürlich überhaupt nicht. Weil was anderes können wir auch praktisch nicht mehr machen. Wir haben jetzt dann 5 Tage überlebt. Yeah. Das ist ein Steam-Errungenschaft. 5 Tage. Das ist cool. Habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, weil ich gar nicht so lange gespielt habe an einer Map.
weil als dann wieder ein Update draußen war, manchmal musste man wieder von vorne anfangen. Das habe ich aber nicht übersehen, oder? Nee. Schon gedacht, da habe ich was übersehen letztes Mal, aber nee. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir jetzt noch neue Gebiete finden und wenn ja, was das für Gebiete sind. Weil die Map hängt ja irgendwie mit den Wegen immer miteinander zusammen. Also sie sind immer verknüpft. Und diese verknüpften Wege muss man irgendwie finden. Weil wenn man sie nicht findet, dann findet man, denke ich mal, auch nicht alle Gebäude. Wir haben hier wieder dieses Gebäude. Jetzt muss ich wirklich absuchen. Da hinten komme ich da irgendwie weiter. Weil in diesem Gebäude waren wir ja auch schon. Da war das Gewehr nicht. Dann oben auf dem Forestry Lookout. Das ist übrigens die Folge, die genau heute rauskam. Nee, nicht heute. Vorgestern. Die aktuelle. Da war die Waffe auch nicht. Hier kommt man nirgends weiter. Hier ist noch ein Rucksack. Hope nobody needs this anymore. Dogfood. Hundefutter. Ich glaube, das können wir nicht gebrauchen. Ich hoffe es nicht. Dass wir immer genug Fleisch haben. Hier scheine ich. Ein Reh flüchtet. Gut, das kann auch vor uns flüchten. Aber vielleicht auch vor einem Wolf. Ich habe aber das Gefühl, dass ich auch hier nirgends mehr so weiterkomme, wie ich es erhofft hätte. Das ist so mein Gefühl. Ich kann mich natürlich täuschen und jetzt dann auf Gebiete stoßen, in denen ich noch nie war. Und wo man vielleicht noch was finden könnte. Das sieht eigentlich fast schon gut aus. Also muss ich mal sagen. Es sieht so aus, als würde man hier vielleicht noch was finden können. Aber irgendwie kommt es mir trotzdem wieder bekannt vor. Mit diesem Holzstück da. Aber das kann natürlich auch reine Illusion sein. Ich muss immer 7.40 Uhr, ich muss immer ein bisschen auf unsere Gesundheit und so achten. Damit es uns immer gut geht. Mal schauen, dass mein Hals nicht so trocken wird. Weil sonst. Ja. Sonst kann ich nicht mal so lange aufnehmen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir hier wieder richtiges Bergstein machen und dass dieses Bergstein sich einfach nicht lohnt. Das ist so mein Gefühl. Weil hier dieses Bergstein hier, ich glaube nicht, dass das irgendwie von Nutzen ist. Und ich glaube, das ist auch nicht der Sinn dahinter, hinter diesem Spiel, dass man hier Bergstein sollte. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ich suche natürlich hier nochmals alles ab, aber ich glaube, hier war ich schon mal. Oder jedenfalls sehr nahe. Ich habe mich natürlich auch Errungenschaft freigestaltet. Wolfsköder, 5 Tage überlebt. Yeah. Das ist doch super. Und dabei sah es am Anfang so schlecht aus. Wisst ihr noch, in Folge 1 und 2, als wir nichts Richtiges gefunden haben, was wir gebrauchen könnten. Mittlerweile läuft es schon ziemlich gut.
frage mich einfach nur, wo wir hier überall hinkommen. Und ob wir noch irgendwo an neue Gebiete hinkommen, wo wir noch nicht waren. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach, hier noch weitere Sachen zu suchen. Aber ich kann natürlich nichts versprechen, dass ich noch weitere Sachen finde. Haut der auch wieder vor uns ab? Tatsächlich. Die hauen alle vor uns ab. Mhm. Okay. Das war früher aber auch nicht so. Da war es umgekehrt. Hier ist noch etwas. Wir haben tatsächlich noch etwas gefunden. Deadfall Area. Das kommt mir aber so bekannt vor. Dieser Begriff Deadfall Area. Aber ich hatte, dann hätte ich die Axt übersehen müssen. Habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Pilze. Ich habe jetzt gerade Pilze aufgesammelt. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht mehr weiterkomme. Jetzt dann gleich wieder. Was ist denn das da oben? Sind wir jetzt wieder beim Tunnel? Ich glaube, wir sind wieder beim Tunnel. Tatsächlich. Und das... Das entspricht eigentlich so meinem... Aber irgendwo muss es ja in das Gewehr geben. Also irgendwo muss es ja eigentlich sein.